ich mich hin. Ey! Also jetzt bei der Hochzeit, da hat man ja auch... Ja, das ist dicke, ja. ...als Damen wieder gesehen. Das ist schon... Mann, oh Mann. Redest du jetzt von zwei oder von vier Beinen? Von zwei Beinen. Ah ja. Okay. Und wenn sie dann, wenn da sie dann bist du noch zu klein für, um den Mont Everest für Hunde zu beklimmen. Ich war schon in Augen. Und sie sind ja nicht immer, bei manchen ist das ja so, die sehen offensichtlich attraktiv aus, aber wenn sie dann... Aussetzt. Oh je. Und das ist aber... Das haben wirklich viele... Da das war letztes Mal schon ein Problem, kein Sinn. Mitgewirkt auch. Und, Junge! Das ist doch meine Verwandtschaft. Ja, super. Aha. Wurde die vier mit Stock gearbeitet? Sick. Deswegen macht die Augen zu und guckt aus. Job! Das ist so schön da. Alles gut. Nicht zu mir. Nicht so weit, eine ältere Dame, nicht du, der Hund. Die schwingt bis, also alles, was der Kasten hergibt, so eine gute, wenn die kurz hingeht. Mein Mitarbeiter hat immer so einen Thalmus, der kriegt die schon wieder. Ja, und dann setzt sie sich auf den Stuhl und sagt, ich hab hier was am Sein, das müssen sich mal an, ich hab Angst, haben wir aus der Atem! Wie kriegt die an? Hier ist fast der Spiegel aus der Hand gefallen. Und er sagt, oh. Ja, Hanni, yippie. Und er kam mit seinem Sachen. Oder ist das eine Sie? Mit seiner Doktorarbeit. Ja, gut, ist ja fast normal, dass man dann... Nein! Ja, aber selbst wenn das nicht so ist... Die ist alt genug, die muss nicht mehr totschütteln. Aber du sagst... Ist kein Welt nie mehr. Es ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen. Ich denke, einfach... Gerade deswegen finde ich einfach... Nicht zurückziehen. Ja, auch durch die räumliche Trennung ist ja logisch. Ich meine, das ist ja klar, aber ich meine, es ist ja schön, wenn euch erstmal wiedersehen. Ja, am Arsch. Oh, wir sind Knülle. Knülle, was verbummelt. Oh, meins. Du musst ja auch nicht gleich umkippen. Okay.